Nein. Ich kann. Was willst du da unten? Willst du einen Ölwechsel machen oder was? Scheiße. Ey, ich komme hier nicht mehr raus. Ey, die Gabel steckt in dem in der Wand. Ich versuche nur dagegen zu laufen. Ey, guck mal. Was mache ich denn da? Ton haben. Ich hoffe, das Mikrofon, ihr kennt das jetzt alles nicht, ne? Ja, bestimmt genau. Ich stell das mal ein bisschen näher. Ich mach das. Ich habe ja schon mal da. Erstmal herzlich willkommen natürlich zum neuen. Ja, ich weiß nicht, ob es ein komplettes Let's Play wird, so wie wir wahrscheinlich Lust haben oder was. Ja. Spielen wir eine Runde Lego Jurassic World. Kannst du mir gefallen, Tom, die Lampe ein bisschen nach hier drehen? Ja, klar. Das wäre fantastisch. Oh, wir reißen alles ab. So? Ja. Das ist sehr schön. Ich hoffe, das mit dem Greenscreen haut hin. Wenn nicht, dann ist auch egal. Wir spielen zusammen das erste Level. Yay. Ich bin der Schwarze. Du bist der Schwarze. Kannst du ihn bewegen? Nee. Drück mal eine beliebige Taste. Ah, geil. Ja, warte, ich komme auch zurück zu dir. Ja, cool. Ah, jetzt können wir rumlaufen, ne? Yes. Was ist denn hier? DNS. Mr. DNS hilft dir mit diesen DNS-Strängen bei deinen Abenteuern in Lego Jurassic World. Oh, geil, Mr. DNS. Cool. Ach, guck mal, das. Ah, so war das genau. Das heißt, wenn wir in der Nähe sind, macht der einen Bildschirm draus und wenn wir auseinanderrennen, macht er so. Das ist ja total so abgefahren. So mega Splitscreen. Oh, hier muss ich irgendwas machen. Wie war denn da die Steuerung? Ich weiß gar nicht. Normal zeigt er dir das immer an. Das ist viel zu laut. Das erkennt das Mikrofon. Das ist scheiße. Oh. Da hören wir zwar nichts mehr. Da stehe ich hier irgendwie. Ah, geil, das kann man zerhacken. Oh, halte Kreis gedrückt, um aus hüpfenden Lego-Teilen Gegenstände zu bauen. Ah, so war das. Ja. Okay, wir machen hier. Pass auf, ich halte Kreis gedrückt. Ich halte Kreis gedrückt. Ich halte Kreis gedrückt. Ich. Ich. Ich hab schon. Oh, ich hab Mr. DNS. Verwende was? Was zum Teufel? Schlage Mr. DNS, um Money zu gainen. Verwende einen. Halte. Was machst du denn da? Ja, ich klicke es weg. Ich möchte Mr. DNS verkloppen. Ja, du musst mal. Da einen anderen. Da, drück doch mal hier was anderes. Hallo. Guck mal, das ist Mr. DNS. Verwende einen. Oh Gott, Gott. Hey, Mr. DNS. Oh, du musst entschuldigen, ich habe einen roten Hut auf. Achso, daran liegt es, oh, genau. Ach, das ist bei mir auch immer so, wenn ich einen roten Hut anhab, dann drehe ich vollkommen durch. Warte. Pass auf. Ah, Mann, was geht ist doch mit der DNS los? So, ich habe einen roten Hut an. Stylo, Milo. Ja, jetzt bin ich. Eigentlich müssen wir jetzt tauschen, ne? Aber egal. Ja, pass auf, ich halte jetzt mal den Kreis gedrückt. Guck mal, jetzt halte ich nämlich den Kreis gedrückt. Fett. Yeah! Fuck bitches get money. Und jetzt? Ah, hier kommen wir hoch. Attacke, da oben ist doch der Velociraptor drin, oder? Echt? Nicht schlecht. Kann ich die jetzt hier verkloppen? Die anderen Rotkämpfe? Ich will dich die ganze Zeit verkloppen, aber das geht eben nicht. Ich verkloppe jetzt Mr. DNS. Wächter und Jäger, drücke Kreis. Okay, warte, ich drücke Kreis. Hier hinten? Nee, geht nicht, das musst du machen da hinten. Da brauche ich einen Techniker für. Techniker? Ja, komm hier zu mir. Warte mal, wo bist du denn? Da. Geh mal dahin. Ah, ja, natürlich. Nee, Kreis, nicht A. Ich halte Kreis gedrückt. Ja, halte Kreis gedrückt. Guck jetzt mal. Ich halte Kreis gedrückt. Das hält er die Gabel da rein. Idiot. Da kommt Mani raus. Das kann nur ein Elektriker machen. Wenn das ein normaler Mensch macht, der stirbt. Kennst du Alexander Markus? Elektriker. Ich arbeite als Elektriker. Das Lied kenne ich nicht, aber ich kenne Papaya, Papaya. Kokona, Banana. Sehr, sehr schön. Das musst du auch wieder machen. Was ist denn hier los? Kann ich auch irgendwas? Los, steck die Gabel rein. Yes, 2 von 3 Gabeln reingesteckt. Guck mal, hier drin ist der Velociraptor. Wusstest du, ein kleiner Funfact, wusstest du, dass die Velociraptoren in echt gar nicht so aussahen wie in Jurassic Park? Die hatten Federn. Echt jetzt? Ja, die hatten Federn. Das stimmt tatsächlich. Krasse Scheiße. Ja. Und die waren auch nicht so riesig. Die waren eigentlich relativ klein. Die waren zwar sehr lang, aber klein. Meerschweinchen. Ja. Lang, aber klein. Das klingt nach meinem Hals. Genau. Ja.
Das weiß ich, da kann ich mal, falls das sieht, viele Grüße an den werten Daniel aus meiner, aus so einer WhatsApp-Gruppe, der wird jetzt wissen, wer gemeint ist. Der hat mir das nämlich gezeigt. Hier fließt ja gar kein Blut. Nee, scheiße, komm, ich spiel was anderes. Ich dachte, das ist hier wie Mortal Kombat. Ja. Was ist denn hier mit Mr. DNA? Schlag ihn. Ich kann nicht. Verwende ein Gewehr wie das, das das hat, und auf Lego-Ziele zu schießen. Genau. Halte Viereck gedrückt und ziele mit Hilfe von L. Lass dann Viereck wieder los, um zu feuern. Ganz easy. Guck, machen wir so. Bats. Boah, mega. Mega. Hey. Jetzt können wir das zusammenbasteln. Jetzt müssen wir quasi da diese, hier den Steg da zusammenbauen. Wow. Steak mag ich nicht, ich stehe mehr auf Schnitzel. Ja. Echt? Nee, ja. Ich bin mehr in der Steak-Typ. Ach, guck mal, ich kann die Pflanzen zerkloppen. Pflanzen! Was ist hier? Was können wir hier machen? Was macht der Ball zwischen meinen Pflanzen? Guck mal, hier können wir irgendwas sammeln. Yeah, geil. Warum stehen die alle so untätig hier rum? Ich weiß auch nicht. Wir machen die ganze Arbeit und die stehen da rum. Ah, guck mal, Pflanzen zerkloppen. Das ist mein Lieblings. Das kannst du. Ja. Wenn er was kann, dann Pflanzen zerkloppen. Wenn ich sonst auch nichts kann, aber Pflanzen zerkloppen kann ich nicht. Oh, jetzt kommt er raus. Er kommt! Oh nein! Rügelwalder! Was? Da kommt er! Rügenwalder! Stimmt, das war doch so verrechnet. Worauf muss ich jetzt schießen? Lauf Mr. einfach DNA. Gegen schwere Lego. Mr. DNS. Auf Schachbrett entlang zu. So. Ich bin runtergefallen. Komm mal hoch hier, Mr. Warte, DNA. Ich zerklopp hier noch ein bisschen das Mobiliar. Ja, ich mach so lange da oben den Velociraptor. Okay. Gut. Ach, guck mal, Autoreifen. Die sind immer gut. Ich habe letztens auch auf eBay Kleinanzeigen versucht, Autoreifen zu verkaufen. Habe geschrieben, kein Versand, weil ich einfach zu faul bin, diesen ganzen Scheiß einzupacken. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute nicht lesen können. Die schreiben dann, versendest du doch? Oder was kostet der Versand? Das ist echt ganz das, schlimm. Ja. Alter WoW-Kumpel von mir, mit dem ich immer noch über WhatsApp kommuniziere, der hat wollte sein Auto verkaufen. Er fährt einen Fiat 500 Apart. Den würde ich auch verkaufen. Und der hat es reingesetzt. Das Teil hat eine Nachricht bekommen, wollte, ich weiß nicht, wie viel er haben wollte. 7.000 oder so. Mhm. Hat jemand geschrieben, es gibt dir 2,50 Euro. Ich geb dir 3.000. Und der hat keine Ahnung, Walla. Ah, Walla. Walla hat er geschrieben. Cool. Und dann hat er nicht auch geantwortet und schrieb, bist du harter Verhandlungspartner? Ja. Kannst du knacken, Schwester von Murat? Nein, oder? Ja, war wahrscheinlich jemand, der ein bisschen verarschen wollte. Ja, das kann gut sein. Aber was, wo müssen wir machen hier? Was ich muss die Pflanzen kaputt machen. Ach so, gut. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Im Zweifel muss man einfach überall draufschlagen und dann kommt Geld raus. Aber wie im echten Leben. Was ist denn hier? Komm, wir schießen. Wie am Kölner Hauptbahnhof. Mach, der schießt auch. Was? Du kannst doch auf mich schießen. Ich weiß es nicht, das können wir mal probieren. Guck mal, ich kann hier alles zerlegen und ich werde reich damit. Oh geil, kann ich den hier lassen? Schau mal. Ein Stapelgabler. Oh. Clark Gable Stapler. So, ich habe immer noch nicht kapiert, was wir jetzt noch machen. Vielleicht muss ich ja noch irgendwo anders hinballern. Nee, du musst überall draufhauen und dann kommt Geld raus. Ja, ich baller mal auf den da oben. Guck mal, ey, ich habe so eine Killermünze gefunden hier. Krass. Was kann ich denn? Guck mal, warum, wenn ich jetzt auf Y drücke, da muss ich jemand anders vernehmen. Da muss ich wahrscheinlich hier Robert Muldoon nehmen. Jetzt bin ich hier Robert Muldoon, oder was? Ah, geil, ich kann Gabel stapeln. Guck mal, ich kann die Leute kaputt machen. Ich kann sagen, überfahr mich. Ja, warte. Guck mal. Wo bist du? Yeah. Get out the way, bitch. Get out the way. Oh, ich hab mich festgefahren. They see me rolling. Scheiße. Oh, ey, ich bin hier. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier unten am rumflexen. Guck mal. Nein. Ich kann. Ey, was willst du da unten? Willst du einen Ölwechsel machen oder was? Scheiße. Ey, ich komm hier nicht mehr raus. Ey, die Gabel steckt in dem, in der Wand. Ich brauch nur dagegen zu laufen. Ey, guck mal. Was mache ich denn da? Guck mal! Oh, das ist. Ich hab vorhin auf die Gabel und du fährst mich hoch. Oh!
Hey, das ist ein Breakdance. Ich weiß nicht, wie man diesen Kack, diesen Abfall einmal steuert. Ey, ja! Guck mal, guck mal, guck mal, wie der abgeht. Ich kann nicht mehr. Hier, willst du mal auf die gelbe? Ja, das wollte ich doch versuchen. Aber fällt aber. Warte, leg dich drauf. Das geht nicht. Dann fahr ich mich kaputt. Ich schieße auf dich, hier. Da schieße ich eben so ein hier. Ach man, komm, wir müssen hier weiter, das ist scheiße. Warte mal, ich fahr mal voll in die Wand rein, ja? So. Ja, ich spring hier hoch. Was soll man? Was aufjumpen? Guck mal, was soll ich denn jetzt eigentlich machen mit diesem Gabelstapler? Was hat der für eine Daseinsberechtigung? Ich glaub gar keine. Oh Mann. Guck mal, im Drift zerstört, geil. Aber die sind hart im Nehmen. Echt, ja, steht immer wieder auf, ey. Mensch. Das ist, weil die rote Helme anhaben. Daran liegt's, ja. Ich habe gehört, hier rot ist die Farbe der Dominanz. Echt? Also zieh im Job immer ein rotes Hemd an. Oder eine rote Fliege oder so. Was ist denn hellblau? Hellblau ist schwul. Ich weiß es nicht. Okay, weil hellblau sind unsere Anzüge. Oh, Entschuldigung. Das ist kein Problem. Ich hab hochrangige Engine-Angestellte, wie zum Beispiel Tralala, können Zugangsschalter wie diesen verwenden. Drücke die angezeigten Tasten in der richtigen Reihenfolge, um den Code korrekt anzugeben. Ich kann sie nicht erkennen, weil ich immer noch Tränen in den Augen habe. Apropos Code, dieser Gabelstapler fährt sich echt scheiße. Mann. Da, warte, ich muss hier. Oh. Okay. Ich hab mich hier wieder fest. Ah, ich hab keinen Bock mehr auf den Gabelstapler. Ist das richtig gewesen? Yeah! Guck mal, jetzt geht da das Ding auf. Super, und ich sehe mich nicht mehr. Und der. Oh, jetzt kommt der Velociraptor raus. Jetzt komme ich hier oben hoch. Geil. Und können den da oben runter schubsen. Warte, ich schlage ihn. Guck mal, du fällst fast dazwischen und nichts passiert. Das ist, ey! Habe ich dich gerade geblitzt, Dings? Ja. Das ist ein Taser. Ich geb dir eine Kopfnuss. Den habe ich mir gekauft nach den Vorfällen am Kölner Hauptbahnhof. Den Taser? Ja, mach das. Mal da, steck mal den Taser da in. Soll ich den hier in die Gabel reinstecken? Den Taser in die. Steck mal die Gabel in den Taser. In die Steckdose. Ach so, da muss ich Kreisdruck, ne? Ja. Ah, cool. Stromschläge gegen Geld. Ey, wo hat der die denn rausgeholt? Das ist halt widerlich. Guck mal da, wie nett. Katja Burkhardt würde ich sagen. Velociraptoren. Velociraptoren. Nee, das ist so. Ich hab mal das Gefühl, die geben der extra nur Wörter mit vielen S drin. Guck mal, der zieht da eine Wurst aus seiner Hose, dann steckt er da eine Banane rein. Was ist das für ein Spiel, ey? Das ist ein Kinderspiel. Ja. Oh, jetzt hat er die Wurst losgelassen. Jetzt ist die Wurst da drin zerfetzt worden.